Jo Leute, was geht ab? Ihr seht, ich bin fest bepackt mit Koffer und noch jede Menge Zeug im Auto. Ihr seht, heute wird es sportlich. Ich bin quasi direkt von der Arbeit jetzt unterwegs auf dem Weg zum Hockenheimring. Da haben wir von der DMV und NES 500 das erste Mal Training. Ja, Samstag und Sonntag wird gefahren. Jetzt muss ich erstmal nach Hockenheim. In dem Video wird noch ein bisschen was an Action kommen und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis später. Ich nehme euch auf jeden Fall ein bisschen mit. Ein bisschen was am Auto gibt es auch noch zu tun. Wird schon spannend werden. Wird ein gutes Wochenende. Wetter soll verdammt gut sein. 16, 17, 18 Grad, wenn man bedenkt, dass letzte Woche noch gefroren hat, als wir zum Nürburgring gefahren sind. Sonne soll sein, trocken. Besser können wir es für Ende Februar bestimmt nicht haben. Von daher viel Spaß, bis später. So, angekommen im Hotel, unverkennbar. Irgendwas mit Motorsport hat das hier zu tun. Das finde ich übrigens gar nicht so schlecht. Das Bild, das auch nicht. Ja, ich habe Zimmer 206. Schauen wir uns jetzt mal an. Ist auf jeden Fall rustikal hier. Unten haben schon einige Teams Stellung bezogen an den Parkplätzen. Ich habe den ein oder anderen Reporter von Sportauto TV gesehen. So. Und ja, den ein oder anderen Reporter von Sportauto gesehen. Und jetzt gucken wir mal in unser geiles Zimmer. Was haben wir denn hier? Ah, jetzt lasst euch überraschen. Jetzt geht es so richtig ab. Die Honeymoon Suite ist bereit, besetzt zu werden. So. Zack. Oh. Da wird einem direkt warm ums Herz, was? Ja, überschaubar, aber alles, was man braucht. Fernseher, Dusche und ein Bett für eine kurze Nacht. So, die erste Ladung Material kommt rein. Auf mein Sekretärinnenstühlchen. Und dann holen wir den Rest. Guten Morgen aus Hockenheim. Jetzt sind wir an der Strecke angekommen. Wie man hier sieht, das ein oder andere Auto, das befindet sich hier schon im Aufbau. Ich gehe jetzt gleich mal mit euch hier ein bisschen durch. Dann gucken wir mal, stehen echt geile Dinger. Und jetzt geht es mal zu uns rein in die Box. Und dann schauen wir uns mal alles an. Vor allen Dingen auch mal das Auto. So. Drehen wir schon mal eine Runde hier durchs Fahrerlager. Hier stehen schon Fahrzeuge aus dem 318 Ti Cup. Da sind echt viele Autos dabei. Ich glaube 40 Nennungen oder so allein in dieser Kategorie. Da vorne steht natürlich auch so ein M3 komplett aufgebaut, E46. Das ist auch, glaube ich, gar nicht so langsam. Das geht bestimmt ganz gut, ne? Ja, wie man sieht. Sonnenaufgang, bestes Wetter und so langsam füllt sich hier das Fahrerlager. Ja, jetzt geht es für uns mal hier Richtung Box. Wir sind in Box 29, glaube ich. Ja, im Prinzip seht ihr gleich auch die Autos in Bewegung. Und jetzt schauen wir uns mal unser Fahrzeug an. Karosserietechnisch ist das ein 325i E36. Da ist aber ganz gute Technik drunter. Box 29. Da haben wir es. Und zack. Ah, ach, guck mal, guten Morgen. Morgen. So. So, und hier haben wir schon mal das Fahrzeug, das gute Stück. Ja.
Das Besondere an dem Fahrzeug befindet sich dann im Prinzip im Detail, im Aufbau. Man sieht, Motorhaube ist schön leicht mit Carbonstruktur unter der Folie. Ja, und das eigentlich Tolle ist das Gewicht und natürlich dann, was unter der Haube steckt. Ne? So. Und da haben wir ja schon einen der Protagonisten. Guten Morgen. Guten Morgen. Stell dich doch mal der YouTube-Welt vor. Ja. Bist übrigens live, ne? Wie live? Ja, klar. Einfach auch. Naja. Soll ich jetzt nicht sagen, ich bin Long Dong Silver. Das lasse ich einfach so drin, ja. Kann ich ja eh nicht mehr ändern. Nee. So, da ist die Bremskraft verstellbar. Ja, und wie man hier nebenan sieht, also es ist wirklich live, ne? Wie man hier nebenan sieht, da werden schon die Cup-Autos aufgebaut. Auch die Fahrzeuge, wie gesagt, aus dem 318 Ti Cup. Das sieht schon echt fett aus von der Folierung hier, das muss ich schon sagen. Nicht verkehrt. Ja. Wir haben hier ganz strenge Corona-Auflagen, die wollen wir auch einhalten, also alles nur mit Maske. Und vor allen Dingen, wir haben jetzt eine Reihe dieser Boxenseite, sprich Box 29, die Box 30 bleibt wohl leer als Außeneinfahrt. Und hier auf der Seite kommt gleich noch ein Team hin, die bauen wohl dann noch auf. Und dann haben wir immer genügend Abstand zu den anderen dann. Ne? Ja, technische Details machen wir gleich mal, wenn die Haube auf ist und das Auto läuft. Und dann passt das, ne? So, jetzt geht's los. Der erste Ausritt, da fahren die zu zweit. Der Thomas fährt, der Carsten setzt sich daneben. Die Halle wird so langsam voll. Da vorne haben wir so eine Schirra-Mini. Und hier ist das besagte E46 richtige Renngerät. Da geht's schon ganz gut ab, ne? Letzte Einstellungen werden gemacht an Gurten und Sitz, aber das haben wir alle schon angepasst. Der Kaltluftdruck passt jetzt, Streckenbedingungen sind top. Da kann es ja jetzt gleich so langsam losgehen. Noch ist die Ampel auf Rot. Temperatur.
das Ding, das geht natürlich auch ganz gut. Aber das ist schon geil, ne? Also mit dem kleinen Flügel hat man da noch mal ein bisschen Anpressdruck, ne? So, Mittagspause in Hockenheim. Zwei Stints sind bisher gefahren, sind immer 30 Minuten Turns. Das Auto steht jetzt quasi schon wieder fahrbereit für gleich da. Der Carsten wird jetzt hier den nächsten Stint fahren. Ja, auf der Strecke, wie gesagt, alle fummeln noch hier ein bisschen auf der Strecke. Hier drehen sie für Sportauto TV. Wieder irgendeine Doku für den 318 Ti Cup. Da fährt der Kragen links da auf dem Auto drauf. Ja, und auf der Strecke ist natürlich hier mega. Schaut sich das mal einer an. Bis 13:30 ist jetzt hier Ruhe. Und auf der Strecke ist Ampel auf Rot. Alles in Ruhe. Ja. Ich gehe mal hier ein Stück durchs Fahrerlager mit euch und dann schauen wir hier mal ein bisschen durch. Ein Fahrzeug aus der VLN. Hier sind natürlich auch sehr viele von dem 318 Ti Cup heute zum Testen dabei. Da sieht man mal den Serienblock, Ansaugungsserie, soweit ich das sehen kann. Ja, ist also wirklich überschaubar und so sollte es auch sein. Also dann bleibt es noch halbwegs bezahlbar. So, gehen wir hier mal zu dem Schmuckstückchen. Ein alter Z4 GT3, noch mit dem S54 Aggregat.
Einfach ein tolles Auto. Die hatten ja damals um die 400 PS offiziell angegeben für das Ding als Sauger. Das war natürlich schon eine Hausnummer. Ah, schönes Ding. Auch nicht zu kleiner Flügel. Das ist das zweite Auto. Die starten dann in der NES 500. So, es ist 15.08 Uhr, wie man unschwer erkennen kann. Es ist jetzt der vierte Teststint, den die heute fahren können. Die nehmen auch alles mit, was geht. Wir haben, oder ich habe vielmehr das Fahrwerk gerade mal eine Ecke tiefer gestellt. Das Auto ist also rundherum 10 mm jetzt tiefer. Es war auch grenzwertig noch von der Höhe. Mal gucken, wie sich das jetzt fährt. Restliche Einstellungen sind eigentlich alle gut. Und ja, jetzt bin ich gespannt. Die Jungs sind unterwegs auf der Strecke. Thomas dreht seinen zweiten Stint. Und ja, Wetter ist nach wie vor top. 15 Grad, Sonne. So wie man es für, sag ich mal, Ende Februar kaum erwarten könnte. So, da kommt unser Auto. Oder? Nee, das ist der Klassenkontrahent. Und wenn wir gleich was hören, was richtig laut ist, dann müsste das der Thomas sein. Ich höre das Auto schon im Motodrom reinfahren. So, da hinten sehen wir ihn. Jetzt fährt er gegen das TCR Gitti Auto. Ja, dann gib Stoff. Schon einigermaßen mit klarkommen und mitfahren können. Pustekuchen. Ja. Die haben mich ganz gut überholt am Anfang. Also ja, hatte auch einen Quersteher, ein, zwei und mal ein paar Bremser drin. Das war schon anspruchsvoll. Aber ich habe da gemerkt, ich habe ein bisschen Zeit gut machen können. Aber ja. Hätte ich wirklich nicht gedacht, dass das so anstrengend und auch so schwierig ist, hier mit dem Auto eigentlich auch ein bisschen schnell zu fahren. Sag mal. Mal die Daten. So, jetzt geht das Auto zur Leistungsmessung auf den Rollenprüfstand. Nach 5 Stints ohne Probleme.
Also soundmäßig ist das top, ne? Was hat der da? Meine Griff hat er gerade mit 3 abgedreht. So. Also wenn das dann die Drehzahl ist, dann ich nicht glaube. Ja, wir müssen mal gucken, ne? So ist ja, siehst du, 3.12. ist ja auch jetzt das Zertifikat rausgekommen. Und also braucht ihr noch eine Leistungsmessung für euer V-Auto oder für die BMW-Challenge zur Einstufung, braucht ihr generell mal eine Leistungsmessung, wahrscheinlich auch beim Straßenfahrzeug. Bei V-Tech Performance. So, die Jungs, die bei mir aus der Ecke kommen, die können da wirklich fast zu Fuß hinlaufen. Ne? So, ja, vielen Dank. Danke auch. So, erster Testtag heute am Samstag, ist super abgelaufen. Das Auto macht alles mit, wunderbar. Ihr seht, hier gehen langsam die Tore zu. Prost, das Feierabendbierchen ist verdient. Ja. Ja, so langsam geht hier die Sonne unter. Und wir trinken jetzt noch das ein oder andere und dann geht's gleich ab ins Hotel. Schaut euch das an. Ja, morgen soll noch schöneres Wetter werden, von daher sind wir alle guter Dinge. Wir haben auf dem Auto jetzt nochmal einen neuen Satz Reifen drauf gemacht. Das Fahrwerk, so wie es jetzt vom Setup ist, ist super. Also alles gut. Nachdem wir den nochmal ein Stück tiefer gelegt hatten, ist sogar nochmal das Handling ein bisschen besser. Ihr seht, tiefer darf er auch nicht. Sonst verstellen wir den Sollbereich dann zu sehr und das passt auch nicht mehr dann. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im zweiten Teil. Das war der erste Teil von der Ankunft von Samstag und dann geht's am Sonntag wieder los. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Kapitaler Motorschaden zu vermuten, aber Feierabend für heute. Leider müssen wir jetzt Schluss machen, um da größere Schäden zu vermeiden.